Zusammen zusammen. Habt ihr gesehen, ich stehe im Ring. Ich bin trainiert und bin bereit für einen Kampf. Der Trainer hat mich lange trainiert. Und der Trainer, der nicht nur ein Vorbild ist für mich, hat mir auch viele Bilder gegeben. Bilder, wie ich mich als Boxer im Ring bewegen soll. Wie ich mich technisch und taktisch verhalten soll. Wenn ich in die Führhand schlage, wenn ich in die Schlaghand schlage. Wenn ich in die Infight gehe, wenn ich in der Länge Distanz bleibe. Und da kommt mir die biblische Geschichte in Sinn. Also die biblische Wahrheit, dass ja Gott von sich ein Bild hat gegeben. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er sagt, ich und der Vater bei uns. Und Paulus sagt in Kolosser 1,15, Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Vielleicht möchtest du dem Gott nachfolgen. Folgst ihm nachher und willst die gleichen Sachen machen. So sagt Jesus, ich bin bei dir und helfe dir. Er sagt im Johannes 14,12, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und er sagt, dass wir nur ruhig bitten sollen, wenn wir das machen wollen. Wenn ihr dann in meinem Namen um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Vielleicht bist du jetzt an einem Punkt, wo du wieder etwas Neues vollbringen mit Jesus. So gang in die Evangelien lesen. Wie Jesus war, was er gemacht hat, und macht das Gleiche.